Mach. Oliver Tarnis hier. Heute gibt es den nächsten Vlog. Wir sind gerade direkt vom Dortmund-Stadion, vom BVB-Stadion. Wir drehen heute was für Join wieder. Wenn es soweit ist, wird das alles komplett kostenlos für euch zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Amar kommt gleich und Marco Reus. Und wahrscheinlich noch ein Überraschungsgast. Keine Ahnung, wer noch dabei sein wird. Und ich glaube, dann werden wir hier ein paar Challenges machen. Ich weiß nie, was passiert. Ich vermute es. Macht ja am meisten Sinn. Und wenn wir hier fertig sind, dann geht es weiter zu den Video Days nach Köln. Da waren gestern schon viele Kollegen von mir am Start. Ich bin nämlich nominiert für bester Streamer. Mit ein bisschen Glück könnte ich da gewinnen. Da sind wir am Start. 2017 meine letzten Video Days. Damals war das ja riesig. Das waren ja die Influencer-Veranstaltungen überhaupt. Was jetzt heutzutage die Gamescom ist, waren früher die Video Days. Und die gibt es jetzt zum ersten Mal wieder. Dann wird auch eine coole Veranstaltung. Nehme ich euch mit dahin. Wir sind auf den Trainingsplätzen. Und wenn ich das sehe, Digga, dann kriege ich schon ziemlich Bock, Alter. Ey, ich habe wieder richtig Bock, mich über den Tisch hauen zu lassen. Schön gescampt werden. So, Leute, ich bin mein ganzes Leben lang nur mit Rucksäcken gereist. Und Koffer, wenn es ein bisschen mehr ist. Ich habe zum allerersten Mal, wie alle meine Kollegen, eine Tasche dabei. Hat mir Ola Kala zugeschickt. Finde ich ziemlich cool. Was sagt ihr? Danke übrigens dafür, ne? Nico, Tim, sehr gut. Ich kann sowohl Marco als auch Amar beide gratulieren. Amar hat heute Geburtstag und Marco Reus hat gestern ein Tor geschossen. Wir haben gestern gegen Kopenhagen gespielt. 3-0. Alles Gute zum Geburtstag, Mann. Super. Wahnsinn. Danke. Tor, Amar. Amar, einmal, komm. Hör zu. Bro, versuch doch. Versuch doch. Wie fühlt sich das für dich an, mit einem Ball, der so groß ist wie du selbst zu spielen? Ja, ich bin noch ein bisschen größer. Darf ich einmal einen Probeschuss machen? Noch mal? Warte, einmal nochmal aufpumpen. So, TikTok, wir lassen uns jetzt von den Fußballprofis die Ärsche versohlen. Max! Ja? Du bist zuerst? Nacheinander schon, oder? Jeder? Nein. Doch, jeder hat bei jedem einen. Also jeder hat bei jedem einen, würde ich sagen. Drei bei Amar. Drei. Den Kerl, der ist bei der Geluft. Ach, der Geluft. Ja, ich bin bereit. Oh, ja! Ja doch, jetzt kommt das so langsam. Ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen, aber ich glaube, wenn ich jetzt gehen würde, würde ich rumgehen. Wieso so bist du alle da? Sind wir alle einig? Ja. Digga, der Rücken war bestimmt gut geschossen. Wir haben alle getroffen einfach. Okay. So Leute, zeitlich hier gar nicht strukturiert im Vlog wieder. Wir sind jetzt bei den Video Days. Wird er hier als Streamer nominiert sein. Mach das auch hier. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Hallo, ich bin auch hier. Ich habe extra das AMA-Shirt an. Alter, von sauber. Max, weil er heute nominiert ist. Nominiert. Ja, genau. Ja, cool. Mal gucken. Kevin hat gerade schon gewonnen. Sehr cool. Hat er aber auch earned. Habe ich auch oft in den Streams gesagt. Die Vlogs sind sehr gut, oder? Kevin hat earned. Kevin macht unglaublich gute Vlogs. Die einzig unterhalten. Also. Die einzig unterhalten. Die Front ist gleich wieder. Das machen wir rein. Das machen wir rein. Und Ende. Yeah. Damn.
safe. Ich glaube, die hassen uns alle von der Produktion, weil das nicht abgesprochen war, dass wir jetzt diesen Preis quasi entgegennehmen. TJ, Marvin, wir sind die anderen beiden Nominierten und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach auch untereinander, wie wir ja doch ja nicht ähnlichen Content machen, aber mit einem ja, fast ähnlichem Aufwand, dass wir uns hier hinstellen und sagen, Dave, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Max hätte ihn sonst entgegengenommen. Mir ist noch wichtig zu sagen, es gibt nicht nur noch Reaction-YouTuber, auch wenn das oft immer gesagt wird, sondern es gibt auch kreative Leute, die sich noch vor die Kamera setzen und sich was überlegen. Und ich hoffe, es gibt noch viel, viel mehr davon. Es sind viele heute hier, es gibt viele auf der Plattform und einer steht auch neben mir und der möchte auch noch was sagen. Dave hat den Preis auf jeden Fall zu 100% verdient auch. Er macht echt geilen Content. Ich ziehe mir wirklich, ich glaube, fast jedes Video mit rein. Deswegen fetten Applaus an Dave! Den Mut zu haben, nicht nur das Positive in seinem Leben zu zeigen, sondern auch mal die negativen Sachen. Und der Gewinner ist Papa Platze! Oh mein Gott, das ist ja übelst heiß, aber schon mir angenehm, weil es ist echt warm. Hi Freunde, danke, dass ich das gewonnen habe, ich halte mich kurz. Vielen Dank an meine Freunde, die 90% von meinen Vlogs carryen. Danke Jungs, ihr seid die Besten. Danke an meinen Kameramann Miguel und danke an mein Team. Kuss. Wir kommen jetzt zur letzten Kategorie. Marti, bitte gib noch einmal alles. Nominiert in der Kategorie Best Streaming sind Eintracht Spandau, Trimax und Gnu. Er gehört mit 1,6 Millionen Followern auf Twitch zu den größten Streamern Deutschlands. Begrüßt mit einem fetten Applaus Papa Platte! Hallo, ich bin's hier. Hallo, mir wurde gesagt, ich darf heute die Kategorie, den Preis für die Kategorie Best Streaming vergeben. Ich freue mich sehr, weil als ich damals vor, ich glaube, 8 Jahren oder so angefangen habe, war das alles hier noch nicht so groß. Da habe ich irgendwie Paluten geguckt und er hatte irgendwie 2500 Zuschauer. Und ich dachte damals schon so, okay, das ist wahrscheinlich das Krasseste, was man so erreichen kann. Und heutzutage gibt es Zuschauerzahlen, die könnten ganze Stadien füllen und Produktionen, die sind so auf Fernsehniveau. Deswegen übelst geil. Alle drei hätten es natürlich verdient, Freunde. Wir machen es kurz. Ich ziehe den Zettel raus. Und in der Kategorie Best Streaming hat gewonnen Trimax! Zuschauer selbstverständlich, oder die wäre es nicht möglich. Wenn man die Zuschauer hat, dann braucht man auch die Moderatoren, die in jedem Stream dabei sind. Vielen Dank auch an euch. Mein Manager ist hier, der macht auch gefühlt alles. Da nochmal ein sehr großes Dank raus. Ansonsten noch meine Freundin unterstützt mich sau viel und meine Eltern. Genau, das ist es. Dann danke für den Preis und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke. Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende der Vorschau.